Hallo liebe Leute, hier erstmal ein kurzes Vorvideo, möchte ich euch zeigen, was heute konstruiert werden soll. Und zwar, ich habe hier ein Modul, das ist ein ESP32, das ist so ein Mikrochip, hat hier unten 30 Pinne. Und da kann man Sachen mit Steuern, Taster anschließen etc. Und zum Beispiel auch ein solches Display hier. Das ist ein sehr kleines Display, kein Zoll in der Diagonale. Und das wird hier dran angeschlossen oder soll daran angeschlossen werden. Und das Ganze, das habe ich auf so einem Breadboard ausprobiert, das funktioniert auch, aber jetzt soll das eben gelötet werden. Aber ich will nicht direkt an die Platinen löten, also haben wir hier solche Pfostenbuchsen, das sind genau die für diesen Chip hier. Und dann habe ich hier noch so eine kleiner geschnittene Pfostenbuchse, da kommt dann diese hier rein. Ich weiß nicht, ob ich die abtrenne hier oder ob ich die so lasse. Das müssen wir mal schauen. Und dann bekommt das Teil noch einen solchen Taster. Und auch der muss irgendwie angebracht werden. Es geht jetzt aber gar nicht ums Löten, sondern ich möchte eine im 3D-Druck eine Platte drucken, in die diese Teile hier eingesetzt werden. Damit ich dann auf der einen Seite löten kann und oben kann ich dann hinterher die Teile draufstecken. Und das soll gleich im 3D, im FreeCAD gemacht werden. Und wenn das dann gedruckt ist, dann werde ich auch dieses Teil hier zusammenbauen. Es gibt dann eine Uhr. Dieser ESP hier, der hat ein WLAN. Und das heißt, er kann sich die Uhrzeit über das WLAN ziehen. Das macht er am Anfang beim Start und dann ist die Uhr gestellt und dann läuft die mit dem Taster, kann man dann umschalten aufs Datum. Und ich möchte das aber auch noch so programmieren, dass wenn man kein WLAN hat, dass man über diesen einen Taster hier die Uhr entsprechend stellen kann, wenn man halt unterwegs eine Uhr hat und hat kein WLAN, um das vorher zu stellen. Okay, das war's auch schon zu diesem kleinen Vorvideo und dann werde ich jetzt mal wieder den Platz wechseln und an den Computer gehen. Ja, und da sind wir auch schon im FreeCAD. Ich habe die Maße noch da genommen und das werde ich jetzt hier die Konstruktion machen für diese Montageplatte. Wobei die wird zwei Etagen haben. Muss ich mal schauen, ob ich das mit einem Supportmaterial mache, weil dieses Display soll ja ein Stück höher kommen. Ich könnte natürlich auch Pinne noch da dran löten, dass ich das höher mache, aber das, mit der Platte finde ich das eigentlich schöner. Okay, fangen wir an. Und zwar recht einfach. Wir machen einen neuen Körper. Den nenne ich jetzt mal Lötplatte. So, und da fangen wir erstmal mit dem unteren Part an. Das heißt, ich mache eine neue Zeichnung auf die XY-Ebene und das wird ein Rechteck. Das können wir ruhig symmetrisch machen, so wie man das sonst auch immer macht. Die beiden, den selektieren, dann die Taste S drücken oder wie gesagt dieses, wo ist es denn, dieses Symbol hier, wenn er da drauf hat, dann sieht er auch da das S und dann heißt, ich habe jetzt S gedrückt und dann ist das symmetrisch. So, jetzt wird diese Löcher für das Einsetzen dieser Pfostenbuchsen, das ist 40 mm lang und die sind 2,5 mm breit und der Abstand ist so um die 25 mm von diesen Dingern. Und da müssen wir uns jetzt, ich würde sagen, wir machen das Äußere hier erstmal riesig groß und dann können wir das hinterher immer noch entsprechend kleiner machen. So, dann setzen wir erstmal hier jetzt zwei Rechtecke rein. Eins dahin, eins dahin. Und dann
werden die erstmal horizontal miteinander verknüpft. Das machen wir hier auch. So, diese Maße hier, die beiden, die sind gleich. Da tippen wir die Taste E für Equal. Und dann das Maß hier. Das habe ich gemessen mit 2,5 mm. Ich mache aber mal 2,7 mm, damit es auch auf alle Fälle passt. So, der mittlere Abstand. Das heißt, ich zeichne jetzt hier zwei blaue Linien ein. Einmal hier eine und einmal da eine. Die sind senkrecht. Das macht er ja schön automatisch. Die können wir auch horizontal miteinander verknüpfen. Und dann können wir die bemaßen. Und zwar, das machen wir hiermit. Und das Maß, das ist die Mitte. Ich habe also zwei Maße. Das heißt, das machen wir hier über dieses kleine blaue Symbol. Und dann haben wir einmal ein Maß 24,3, ein Maß 25,4. Und davon brauchen wir genau die Mitte. Und das heißt, wir machen das hier in Klammern und teilen das durch 2. Und dann haben wir die Mitte. So, jetzt fahren wir die hier so drauf und machen das dazu symmetrisch. Da müssen wir hier dieses Waagerechte wegnehmen und das machen wir hier genauso. Dazu auch symmetrisch und dann kommt noch das Waagerecht hier weg. So, dann machen wir die auch noch symmetrisch hier zu dieser Achse. Und dann haben wir die schon mal fixiert. So, die kriegen jetzt eine Länge. Und zwar die Länge, das sind 40 mm. Dann machen wir ruhig mal 42, ein bisschen länger. Dann sieht man schon, dieses Teil, das muss doch bedeutend größer werden. Und so, müssen wir uns anschauen. Machen wir das hier auch noch symmetrisch. Müssen wir den hier auch rauslöschen. Das war der falsche. Dann ist es der hier. So, und jetzt sind diese Löcher schon mal definiert. Und dann kommt jetzt... das ist ja die erste Ebene. Das heißt, wir können jetzt schon einmal hier die Maße dieser ersten Ebene ein bisschen definieren. Machen wir mal die Breite hier. Was haben wir da? 36,6. Dann machen wir 38. Und die Länge hier, das wird 50. So, so kann das aussehen. Und jetzt wird hier kommt ein hinterher dann in einer höheren Ebene. Da muss ich noch schauen, wie ich das überhaupt mache. Ich denke, ich mache das hier auch mal schmaler. 36, 32. Jo, so können wir das machen. Und dann kann ich hier dann sowas hochdrucken lassen und mit Support, dass irgendwie da die Befestigung dran kommt. So, ich male jetzt schon mal das Teil da ein, allerdings in Blau. Wo das Display draufgesetzt wird. Und da kommt noch ein Kreis rein für den Taster. So, ich habe mich dann doch dazu entschieden, nur 4 Pinne hier zu nehmen. Das heißt, wir haben hier, das können wir ruhig dazu horizontal verknüpfen. So, die Länge hier, das sind 10, da machen wir mal 11,5 raus. So, das Maß hier, das ist gleich.
Das sind die 2,7 hier. Und jetzt haben wir noch einen Abstand, und zwar der Abstand der Mitten. Hier haben wir ja die erste Mitte. Das heißt, da müssen wir auch noch eine Mitte einzeichnen. Also ziehen wir hier noch so eine Mitte rein. Und dann machen wir das hier auch vertikal, beziehungsweise symmetrisch. Und dann können wir das Maß hier, das machen wir erstmal horizontal zueinander, und dann wird das ein Maß, und zwar das Maß, das sind 8 mm. So, da kommt jetzt der zweite, das zweite Loch an, aber wie gesagt, es ist höher, das soll hier gar nicht benutzt werden, das kann ich hinterher aber aus der Zeichnung mir rausziehen. Das hier, die machen wir vertikal dazu. Oder aber, da war ich zu schnell, gehen wir noch mal rein in den Sketch. Die machen wir darauf, Taste O oder aber diese Taste hier. Und dann können wir da einen Radius festlegen oder einen Durchmesser. Das sind 6,5 mm. Das ist schon ein bisschen größer. Und da wird der Taster reingesetzt, geklebt. Ich werde das mit einem 3D-Druckstift hinterher entsprechend machen. Und dann machen wir jetzt noch das Maß hier. Das Maß zu dem. Und da nehmen wir aber ein senkrechtes Maß. Und das machen wir einfach mal 8 mm. So, damit haben wir den ersten Teil fertig. Ich schließe das. Mache hier eine Aufpolsterung. Die wird natürlich nicht 10 mm, sondern die wird, ich sage jetzt einfach mal 1,5 mm. Das wird ja so ein kleines Platinchen nur. Und hier, da können wir jetzt so eine Wand nach oben ziehen. Da gehe ich einfach her, erzeuge eine neue Zeichnung. Wieder auf der XY-Ebene. Und die machen wir jetzt, das stellen wir hier wieder um auf weiß, und dann können wir hier da sowas hochzeichnen. Das heißt, das ist einmal symmetrisch hier. Da müssen wir wieder diese Symmetriebedingung hier rausnehmen. Das war aber die falsche. Da ist die richtige. Und dann wird das Maß hier zu dem, das sind 16, das ist halt durch diesen Abstand hier gegeben, und das Maß hier, das waren die 50. So, jetzt machen wir noch die Breite hier, machen wir einfach mal 2 mm. Und schließen das Ganze. Das ziehen wir jetzt nach oben. Und zwar dieses Teil hier, das wird 8 mm höher. Also muss diese Höhe und dann diese Höhe, die ich da später dran setze, muss ich mir überlegen, wie machen wir das? Machen wir das jetzt einfach hier 8 mm. So, wie dick hatte ich das hier gemacht? 1,5 mm. Das heißt, da sind wir auf einer Höhe von 1,5. Plus 8 sind 9,5. Also machen wir hier eine Aufpolsterung von 9,5 mm. Und da zeichne ich jetzt hier einen Sketch dran. Eigentlich habe ich einen Sketch gedrückt. Jetzt ist er da. So, das
Das wird genauso hier symmetrisch. Müssen wir den hier rauslöschen. So, das Maß hier, das müssen die 9,5 sein. So, das Maß, das werden 1,5. Wo haben wir jetzt hier noch was? Okay, die Länge noch. Die Länge hier, das sind die 50. So, das ist eingeschränkt. Und jetzt können wir einfach das hier aufpolstern. Es muss nicht sonderlich breit werden, aber wir können ruhig die 10 mm da bestehen lassen. So, jetzt kann man sich das folgendermaßen anschauen. Und zwar, ich möchte jetzt hier drauf eine Zeichnung setzen. Und zwar eine Kopie von der ersten Zeichnung, die ich gemacht habe. Das ist diese hier. Genau. Die nehmen wir. Steuerung C. Dann hier einmal auf den Pfeil klicken. Das XY-Plane wegmachen. Einmal OK drücken, STRG V, dann ist hier die neue Zeichnung, die Kopie, die ziehen wir in die Lötplatte rein, in den Körper. Und jetzt wird er einfach hier oben drauf gesetzt, indem man da drauf klickt und dann hier auf dieses Symbol Sketch, das ist 003, OK, OK. Und dann können wir uns den Sketch anschauen. Und der ist natürlich jetzt an vielen Stellen falsch. Da machen wir einfach hier, wir selektieren diese Körper und drücken einmal hier auf blau. Dann sind die alle blau. Und dann selektieren wir die hier, drücken dann nochmal auf den blau. So, der muss wieder blau werden, das ist eine Mittellinie. Und jetzt habe ich hier mein Loch für den für den zweiten Stecker da drin und das hier, das soll ja auch da reingefräst werden, also das muss auch weiß werden. So, da sieht man, der ist so nicht praktikabel, also nehmen wir hier diese Bedingung erstmal da raus und jetzt können wir den hier verschieben, so dass er da reinpasst. Das heißt, da machen wir hier jetzt einen Abstand von 2 mm. Also ist der Taster da so ein bisschen höher. Und dann schließen wir das, machen hiervon eine Tasche. Das scheint aber nicht zu klappen. Muss ich mal gucken, warum. Ja, da sind noch Linien drin. Genau, die hier, die müssen blau werden. Ja, das heißt, die und die. Die machen wir blau. Und jetzt sollte das auch klappen mit der Tasche. Jo, und da haben wir die Löcher da drin. Und das Teil ist fertig konstruiert. Jetzt muss man sich überlegen, wie man das sliced. Das heißt, ich speichere das mal gerade ab. Datei speichern unter. So, machen wir FreeCAD. Da ist FreeCAD. Ein Unterverzeichnis. So, heute haben wir schon mal, ich wünsche euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Wir haben den 24.12. Also schönen Heiligabend und dann morgen übermorgen schöne Feiertage. So, 2023, 12, 24. Strich und das nennen wir mal Uhr, weil das wird ja eine Uhr. So, dann haben wir das Unterverzeichnis, dann nennen wir das Ganze Uhr und dann exportiere ich das Ganze hier und zwar als Uhr-Lötplatte. Das kommt in das Verzeichnis hier rein und damit sind wir fertig. So, dann kann ich Cura starten. Da nutze ich im Moment immer noch die Cura 4.13.1. Die 5er muss ich mal wieder
mit anfangen. Vielleicht ist sie mittlerweile durch Updates zu gebrauchen. Hat so einige Vorteile, aber die Nachteile haben halt überwogen. Deshalb habe ich die nicht mehr genommen. So, da ist Cura und dann importieren wir jetzt hier, das heißt Open Files. So, dann gehen wir hier auf FreeCAD. Na, wo ist sie denn? FreeCAD, wir können das hier sortieren. Da haben wir die Uhr. Und die STL-Datei, so soll die auch gedruckt werden. Ich könnte die auch senkrecht drucken, ist vielleicht sogar sinnvoller. Überleg, nee, wir machen die mal so. Jetzt gehe ich her und stelle hier Support, der ist aus und ich mache hier jetzt einen manuellen Support rein. In Cura kann man hier über den Marketplace kann man Add-ons installieren. Da hat er dann hier erstmal so ein Premium, so Sachen, die er vorschlägt. Und dann kann man hier durchsuchen. Und dann gibt es hier ein Ding, das nennt sich Custom Supports. Und das rate ich zu installieren. Ich habe das natürlich installiert. Machen wir den Marketplace mal wieder zu, wenn ich wüsste, wie das geht. Alt F4, ja, kann man als Programm beenden und dann kommt hier dieses Custom Supports rein. Da kann man jetzt Folgendes machen. Ich gehe einfach hier auf Custom Supports. Dann kann ich mir hier wählen, ob ich runde Support Außengrenzen oder eckige machen will. Ich kann ruhig eckige machen und dann klickt man hier einmal hin und dann sieht man, da kommt so ein Rechteck hin. Die Größe, das kann man hiermit festlegen. Das können wir aber ruhig so lassen, wie es hier ist. Und dann kann man hier so Rechtecke reinzaubern. Und dann lasse ich das Ganze jetzt einfach slicen. Ich habe hier im Moment eine 0,6er Düse im Drucker, aber das spielt an sich keine Rolle. Heißt nur, dass es schnell gedruckt werden, gedruckt wird damit. Wir machen einfach einen Slice. Und dann schauen wir uns das im Preview an. Und da sieht man, so wird da der Support gedruckt. Und das Ganze, sagt er jetzt, würde 22 Minuten brauchen. Das dauert so lange nicht. Das Cura rechnet völlig falsch, was die Zeiten angeht. Das wird in 10, 15 Minuten fertig sein. Und dann können wir da dann die vorhin gezeigten Pfostenbuchsen reinsetzen. Mit dem 3D-Druckstift werde ich die dann fixieren und genauso hier die Buchse und hier den Taster werde ich auch so reinmachen. Dann kann ich vorher natürlich den Support entfernen und dann kann ich drunter dann mit Drähten das verdrahten und die Uhr ist dann fertig. Gut, also wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video und noch einmal schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich. Tschüss!